Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fahrenheit. In der letzten Folge hatte Tommy uns aus den Tarotkarten gelesen, hat gesagt, dass unsere Zukunft gerade nicht so wirklich rosig ist. Deswegen ist er dann abgehauen. Wir haben herausgefunden, dass dieser Papierschnipsel aus einer Bank stammt. Dementsprechend ist Carla zur Arbeitsstelle von Lucas Kane gelaufen. Mit Lucas Kane, also das ist das Problem, wir haben beide gespielt. Carla hat uns verhört, wir haben als Lucas Kane auf Carlas Fragen geantwortet und haben durch die Quicktime-Events herausgefunden, was Carla denkt. Ich hatte erst so die Idee, versauen wir doch mal die Quicktime-Events, damit Carla vielleicht nicht auf irgendwelche genialen Gedanken kommt. Dann wiederum ist es sehr hilfreich, wenn man weiß, was die Politesse dir gegenüber denkt. Auf jeden Fall werden wir mal probieren, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen besser machen, dass ich auf die Fragen besser antworte, weil letztendlich ist das Ganze darauf hinausgelaufen, dass dann die Frage kam, wo wir dann waren, und ich dachte, okay, er sagt, dass er nur ins Restaurant geht, nein, stattdessen fängt er gleich mit dem Mordfall an, und das hat uns dann ein Freiticket ins Gefängnis gebracht. So, verdammt nochmal. Okay, probieren wir das Ganze einfach nochmal. Ich glaube, wir müssen, ja. Ist okay. Das Foto an sich kann man, glaube ich, ja, das haben wir ja schon alles gehört. Das Foto an sich kann man, glaube ich, nicht wegmachen, weil ja, keine Ahnung, was so ist. Die Beweise zu vernichten ist auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll, weil ich meine, hey, die haben einen Papierschnipsel und wir haben die andere Hälfte. Ist doch ganz klar, dass die mich dann sofort einweisen würden. Deswegen ist das schon mal ratsam, das Ganze hier wegzumachen. So, da, das mit dem Buch ist auch klar, die haben ja ein Buch am Tatort gefunden, das ist alles schickimicki hier, wir müssen halt nur besser auf die Fragen beantworten. So schnell verdächtigt sie uns ja nicht. Sie verdächtigt uns ja eigentlich nur dadurch, dass Lukas ständig hier irgendwelche Hallos hat. Was, Hallos, naja, ihr wisst schon, und ja, und man hat ja auch schon gesehen, die Statusanzeige ist recht weit nach unten gegangen, also der Junge ist schon richtig depressiv geworden, da stand er schon richtig dran, ne? Und ja. Ist mal sehr interessant, was wäre, wenn Tyler jetzt hier wäre. Ich glaube, der wäre dann. Den würden wir, glaube ich, ein bisschen besser rumkriegen hier. Kann ich sonst hier noch irgendwas machen? Kann ja sein. Da. Ich könnte meinen Pulli vielleicht noch ein bisschen drüber ziehen, dass man die Verbände nicht sieht, aber ich schätze mal, das geht hier gar nicht. Nö. Heilige Scheiße, ich muss besser antworten. Ich habe auch wirklich extrem wenig Zeit. Bevor ich mir die ganzen Fragen da oben durchgelesen habe, ist die Zeit schon um. Deswegen beantworte ich, obwohl ich noch nicht mal alle Antwortmöglichkeiten gelesen habe. Das Problem ist, wenn ich wahrscheinlich überhaupt nicht antworte, dann haben sie mich sofort auf den Kieker. Kommen sie rein. So, die erste. Ich heiße Carla Valenti, bin von der New Yorker Polizei. Die erste Frage könnte schon entscheidend sein. Worüber? Fragen? Worüber? Ich untersuche einen Mordfall und wir haben allen Grund zu der Annahme, dass der Mörder hier arbeitet. Oha! Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen? Das Papier ist von hier, muss aber nicht hier ausgedruckt worden sein. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Keine Ahnung. Tja, keine Ahnung. Wissen Sie, hier arbeiten über 500 Leute. Vorhin waren es doch. Der Chef sagte, diese Art von Papier würde nur von den Börsenhändlern benutzt, um Notierungen auszudrucken. Das stimmt durchaus. Aber wir haben hier über 100 Händler. Wie sollen wir da einen finden? Alter. Dieser Typ ist echt angespannt. Ist wahrscheinlich nervös, weil er verhört wird. Ja, das lässt sich ja nicht verhindern, ne? Alles in Ordnung?
Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Komm, ich hab nur einmal verkackt! Hören Sie, ich hatte einen harten Tag, wenn's Ihnen nichts ausmacht. Ich hatte auch einen harten Tag, Herr Kane. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser für alle. Also, beantworten Sie bitte meine Frage. Sorry. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen... Toll. Jetzt hat er quasi die zweite Antwort hinten dran gehangen. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Ob ich da sagen soll, dass ich ihn kenne? Obwohl ich es ja nicht tue? Ja, da dürfte ich wieder einmal failen, wa? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Tja, was sagen wir dazu? Erkennen Sie jemanden? Nein. Nein, da fällt mir niemand ein. Tut mir leid. Es ist Frank! Niemand? Naja, hätte ja sein können. Mist, es hätte mir das Ganze sehr erleichtert, wenn er jemanden erkannt hätte. Die Frage ist, wie reagiert er bitte, wenn wir das Ganze verhauen? Bei den Spinnen. Meine ich. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Ich glaubte... Entschuldigung. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Oh, shit. Unwohl. Ja, ich, nun, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Das liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt... Gut, dass wir Carlas Gedanken gehört haben. Komisch. Seine Vorderarme sind verbunden. Warum wohl? Haben Sie etwas an den Armen? Thema wechseln. Sind meine Arme Teil Ihrer Untersuchung? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, wenn ich etwas forsch bin. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied. Es bringt wirklich was, Ihre Gedanken zu hören. Das ist mein Bruder, Markus. Mensch, verpisst euch! Fehlt Ihnen wirklich nichts? Sie sehen etwas blass aus. Ist nur eine leichte Erkältung. Nur eine Störung der Matrix. Dieser Typ kommt mir geistig labil vor. Er könnte durchaus der Täter sein. Das muss ich überprüfen. Haben Sie Zugang zu dieser Art von Papier, Herr Kane? Ja.
Ja, sicher. Ich warte die Computer und habe somit Zugang zu all unseren Papiervorräten. Dieser Ausdruck könnte sogar von meinem Drucker stammen, wenn Sie darauf hinaus wollen. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie am 26. Januar abends waren? Ich glaube, ich bin zu ehrlich. Lügen! Ich gehe nicht oft weg, also war ich sicher zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Mir ist nicht gut. Ich spritz mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Ich gebe mir mal eben Heroinspritzen, ne? Müsst ihr verstehen. Ich meine, ich habe keine Zeit, um mich muskelmäßig aufzubauen. Alter! Verhält sich so komisch. Ich werf mal einen Blick in seinen Schreibtisch, bevor er zurückkommt. Ja, ich könnte jetzt natürlich, das ist nämlich die Sache, ich könnte jetzt natürlich die Beweise, die wir eben verdeckt haben, aber ich werde den Teufel tun. Da steht was auf dem Bild. LKMK Juni 2003. Ich könnte jetzt echt die Beweise... Nee, das mache ich doch nicht. Ich bin doch bescheuert. Hier. Genau. Ich könnte jetzt... Das könnte ich holen, aber dann haben sie mich doch. Das mache ich nicht. Nein. Ich bring Lukas nicht ins Gefängnis. Zwingt mich nicht dazu. Ich will nicht wissen, was... Aber... Ja, ich warte jetzt einfach. Kann ja sein, dass wir das machen müssen. Ich hoffe einfach mal, dass Lukas jetzt noch eine Weile wiederkommt. Weil das will ich wirklich nicht machen. Hier gibt's nichts Interessantes. Nee, ich will ihn nicht verpfeifen. Also es ist halt... Oder... Ich weiß ja nicht, gehört das dazu... Was ist mit dem Stift hier? Stifti. Da sind sicher Fingerabdrücke drauf. Daran wird sich zeigen, ob er unser Mann ist. Scheiße! Fuck! Nein! Doch nicht die Fingerabdrücke! Oh. Geht's wieder? Ja. Danke. Ich habe keine Fragen mehr und will Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Ey, das ist so ein Psychoterror. Ich meine, uns allen ist bewusst, dass ich die ganzen Beweise, die ich versteckt habe, die hätte ich jetzt wieder aufsammeln können. Das ist so... Alter, ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll. Das ist so Psycho... Ich will ja Lukas helfen, aber ich will ja auch, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Das Problem ist, jetzt haben wir die Fingerabdrücke von ihm und eigentlich haben sie uns, könnte man schon sagen, die haben uns jetzt an den Eiern. Ich bin selber schuld dran. What the fuck? Jetzt bin ich schon selber schuld dran, dass ich hier in dem Spiel verkacke. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Und das Ganze, was ich hier tue, nennt man dann wahrscheinlich Schizophrenie. Ich meine, verschiedene Persönlichkeiten und so hier. Oh, das Spiel ist so Hammer, ne? Das Spiel ist so Hammer. Ohne Witz. Alter Scheiße. Wenn ich dich jetzt nochmal durch die Bude schieben muss, dann... Boah... Dann begehe ich hier freiwillig noch einen zweiten Mord. Agatha? Agatha, ich bin's! Lukas! Alter Scheiße. Ich denke mal schon, dass sie im Englischen Agatha heißt. Wer ist der durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Was? Hören Sie mich, Sir? Nein! Agatha! Nein! Jetzt ist die Alte noch draufgegangen. Jetzt muss ich wieder Beweise vernichten, ne? Scheiße. Oh. Oh.
nein. Ich meine, ich sollte mich hier verpissen. Ich habe ja nichts getan. Ich habe keine Fingerabdrücke hinterlassen. Außer bei ihr jetzt natürlich. Tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Vielleicht noch gucken, ob wir irgendwie Beweise auf den Mörder irgendwie finden. Vielleicht hat sie etwas hinterlassen. Oder irgendwo eine Antwort versteckt. Genau. Schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei antrifft. So wie bei Detective. Wird sie gehen, Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Die Rahmen, die Krähen. Wie bei Detective Conan. Das jetzt quasi, ne? Bevor man verreckt, hinterlässt man doch immer was. Alter Scheiße, genau. Die Krähen haben was. Die haben bestimmt was. Heilige Scheiße. Oh, das ist so. Das Spiel ist einfach so Hammer, ne? Das ist einfach so Hammer. Ohne Witz jetzt. Bitte. Hey. Diesen Käfig, ein Stück Papier. Ha! Mach's auf! Die Tür ist fest geschlossen. Mit Schlüssel oder einem Gegenstand. Hör auf! Schlüssel oder Gegenstand? Ich hab grad wegen dem Auto nicht so viel gehört, auch Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich mal überlegen. Hier vielleicht, ist vielleicht der Schlüssel schon hier. Ey Leute, ihr habt einen Schaden habt ihr. Das untere bitte. Nein. Schlüssel? Ne, ist da Schlüssel? 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 Was ist das? Ein Futtersäckchen und ein Schlüssel. Yes! Yes! Oh, danke. Ich dachte schon, die hätte jetzt irgendwie Buxtehude versteckt. Unter ihrem Rock. Ne, das ist kein Rock. Egal. Mach's auf. Hurry up, dude. Hurry up. Wir müssen ja noch abhauen, ne? Das ist es ja. Lass dir Zeit, weißt du? Oh. Komm schon. Los. Yes. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? Du Kumpel, ich würde das echt gerade gerne lesen, aber in erster Linie würde ich mich jetzt erstmal hier verpissen, weil bis ich fertig mit lesen bin, sind die Cops hier schon 80 Mal hingefahren. Verpiss dich. Wir haben den Bericht, wir müssen jetzt hier raus. Hallo? Kane? Ich kann nicht raus. Ja. Das ist jetzt natürlich, what the fuck? Ja, mach so. Flüchten. Hau ab. Wir haben alles. Boah. Hüpf. Jump run. Tyler, Carla. Ach, er hier wieder. Bitte keine Stealth-Scheiße. Sag mir, wir sind weg. Ach nee, ist doch nicht der alte Mann. Aber hier, ist das nicht Frank oder wie der heißt? Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Hey Kevin, ruf den Notarzt. Da liegt jemand am Boden. Von mir ist halt Kevin. Alter, da haben wir doch mal gut gelöst hier die Situation, ja? Boah, scheiße, dieses Spiel, ey. Boah. Immer wenn man denkt, jetzt kommt irgendwelche Wahrheit oder so, der Tyler wieder. Der Hallo, Pimp. Keiner da?
Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Was weiß ich, ich hab das erste schon wieder vergessen. Champagner habe ich mir gemerkt. Wen wundert's? Ist das Pizza? Okay, kümmern wir uns erstmal um den Champagner. Ich glaube, irgendwas mit der Heizung. Du hast da eine Heizung, oder? Hab ich da jetzt ehrlich Brennofen verstanden? Alter Schwede. Wo mach ich denn das hin? Wo mach ich denn den Champagner hin? Leg ihn doch einfach auf den Tisch. Achso, wahrscheinlich hier an der Bar. Ja. Schenk mir ein. Lass uns froh und munter sein. Oh, woher kommt diese Melodie? Dann ist es ja, whatever. Das ist der Ofen. Klar, Pizza, ist Pizza drin? Ey, sag mir, das ist da Pizza. Okay. War anscheinend richtig. Okay, Leute. Mit diesem netten Anblick muss ich mich dann leider für euch ich krieg den Satz nicht zusammen. Sagen wir fürs Erste für heute verabschieden, so rum. Wir gucken dann in der nächsten Folge, was noch so mit unseren drei Helden passiert. Bis zum nächsten Mal. See ya.